Hallo liebe Freunde, Zuschauer von unserem kleinen Vlog für die Tribunale. Heute sind wir bei dem Filmteam Apropos und da schauen wir ein bisschen hinter die Kulissen. Wir sind jetzt hier gerade am Ratskeller in Tübingen und da schauen wir jetzt mal rein. Mal schauen, was wir hier so für super Bier haben. Bier bei der Arbeit. So, schauen wir mal, was die hier so schon gemacht haben. Hallo. Hallo, servus. Habt ihr es hier euch schon gemütlich gemacht? Ja. Haben die euch eigentlich noch irgendwas anderes irgendwie versprochen oder? Wasser eben. Nur Wasser. Ich krieg Wasser. Ihr schmeißt uns einfach raus, ne? Also hinter irgendwo hin, weil ich möchte ja nicht im Bild sein. Ich bin ja nicht so kamerageil. War ein Witz, ne? Willst du mir kurz erklären, was das jetzt hier für eine Szene ist? Wird jetzt hier irgendwie gleich was eskalieren oder ist es einfach nur ein Gespräch, wo man halt da isst? Also unser Protagonist hat ja eine Essstörung und er sozusagen hat sich mit seinen Freunden verabredet und alle essen was, er nicht. Und das ist das, was wir hier sozusagen filmen. Also ein bisschen der Konflikt mit seinen Freunden. Alles, was ich von Marvin, also ich kenne bisher nur Marvin, sehr gut, was ich alles bisher mitgekriegt habe, sehr professionell. Ich habe mal kurz eine Frage. Auf was für eine Anzahl habt ihr jetzt die Oktanzahl eigentlich? Keine Ahnung. 500. Wie sieht es denn bei euch aus? Bist du zufrieden mit dem Ton? Ja. Ja? Ja. Also, warst du schon früher so Anglerin oder machst du es jetzt zum ersten Mal? Ich habe schon mal geangelt tatsächlich. Fische oder Ton? Ton. Ton? Ja. Ja, und der Ton ist bei uns zum Glück nicht so wichtig, weil wir haben Musik und ein Voice-Over. Ein Voice-Over. Also, Stimmen aus dem Off. Ja. Ich habe jetzt gerade gesehen, ihr dreht ja noch mit so einer analogen Kamera, also mit Film halt, mit einer richtigen Filmrolle. Wie wollt ihr das dann später digitalisieren? Das bekomme ich schon. So, ich habe jetzt hier auch gerade Leute am Set gesehen, die hier einfach nur beobachten. Also anscheinend sind die Sicherheitsvorkehrungen noch nicht so groß, dass man hier das irgendwie das Set großflächig absperren kann. Deswegen haben wir jetzt hier auch. Okay, der spielt mit. Jetzt verstehe ich das. Sie setzen sich so voll rein und versuchen das in ihrem Privatleben eigentlich auch umzusetzen. Oder sie sind halt solche Falschen und bestellen sich dann halt trotzdem Burger, obwohl man den Magersüchtigen spielt. So, das war's jetzt auch schon von unserem Dreh hier bei Apropos. Und apropos sind wir auch noch bei anderen Filmteams, deswegen schaltet ein, schaut unsere Videos an, teilt sie gerne mit euren Freunden, wenn ihr mich lustig findet. Ansonsten denke ich, das sieht hier ziemlich professionell aus und man sollte auf jeden Fall zur Tribunale kommen. Denn die Karten kosten nur 3 Euro und Robert De Niro, man hat gemunkelt, Robert De Niro soll auch kommen. Und Mario Barth macht die Halbzeitshow.